Moin Leute, herzlich willkommen bei Antonis RC Hobby Garage. Heute ein kleines Mojave 4S Video auf dem Parkplatz. Einfach mal ein bisschen ein paar Runden drehen. Das ist eine Leihgabe von Matthias von MFI Parts. Ja, für die 3D-Druckteile, die ich hier so montiert habe und ausprobiere. Das Auto hat es bei mir noch nicht ins Regal geschafft. Ich warte bis auf nächstes Jahr noch. Der Preis vielleicht noch ein bisschen günstiger ist. Eigentlich wollte ich ja einen GPS-Check machen, Geschwindigkeitsfahren, aber irgendwas hat da vorne nicht funktioniert. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, dass der Parkplatz schön trocken ist und den Wagen fahren kann, bevor ich ihn wieder zurückschicke. Also ich muss sagen, in den Kurven, der liegt richtig gut. Also der schlägt auch super ein. Das Fahrwerk arbeitet wirklich gut. Also ich bin mega zufrieden. Ja. Ja, fahren tue ich die mittlerweile jetzt hier mit einem 4S Akku. Also das Ganze fährt auf 4S und der Akku ist von Genesis, dieser gelbe, das ist die Bashing-Serie. Jetzt ist natürlich ein 8000er, ist natürlich zu groß für die Karre, aber da ich noch gar kein 4S-Fahrzeug habe, bleibt mir jetzt nicht anderes übrig, als diesen riesen Block da drinnen zu haben. Dadurch ist er natürlich ein bisschen schwerer. Als wenn man einen 5000er reinmacht. Ja, 3D-Druckteile sind halt hier verbaut, Dachrails, Seitenskids, Fenstergitter, Bumperloop vorne und hinten und das untere Stück ist auch noch aus 3D-Druck. Ja, Kolbenschützer, Wheelie-Barräder und habe natürlich so ein kleines Unboxing über die 3D-Druckteile auch schon gemacht. Ne, vorne gibt es noch den die Stoßstange, dann noch die Klemmplatten. Hier, drinne, hier hinten gibt es noch diese zwei X. Ja, hier das dazu. Natürlich gibt es für den Sommer noch einen schönen Reglerdeckel, der einen 35 mm Lüfter aufnehmen kann. Original hat der Arm einen 25 mm Lüfter drauf und das wird ja für den Sommer ein bisschen zu warm, die Hitze wird sich auf jeden Fall stauen und dafür ist noch so ein Lüftertrichter drauf, Lüftergitter. Das wird schon einiges bringen an Kühlung. Kann natürlich beim Motor auch noch mal einen Kühlervogel aufsetzen. Ja. Also er geht echt super in den Kurven, muss man schon sagen. Naja Leute, kurzer Einblick auf Mojave. Andere haben ihn ja schon fahren lassen auf YouTube und jetzt bin ich mit der nächste. Ich hoffe, euch hat das kleine Video ein bisschen Spaß gemacht, ein paar Infos geholt und lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Anthony von RC Hobby Garage.